Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Herzlich willkommen zurück bei meinem 6000 Abonnenten-Special. Ihr seht es im Bild, ich bin richtig motiviert. Nein. Im zweiten Teil dieses Specials will ich nämlich zwei Fragen klären. Zum einen, Weehawk, wie bearbeitest du deine Audio-Spams? Und Weehawk, wie zum Henker bekommst du so viele Audio-Spam-Dateien? Wo hast du die denn her? Verrate uns dein Geheimnis. Ja. Und auf diese Frage, wo ich meine Audio-Spams her habe, seht ihr eigentlich jetzt schon die Antwort? Ich habe wirklich die meisten wirklich aus YouTube. Und ja, es gibt allerdings ein paar Leute unter euch, die noch nicht genau wissen, wie man sich so ein Video aus YouTube überhaupt runterlädt. Da gibt es wirklich massenhaft Programme im Internet, da müsst ihr wirklich nur nachsuchen. Ich will die gar nicht alle zeigen, allein schon aus urheberrechtlichen Gründen möchte ich jetzt eigentlich auch nicht irgendwelche Videos von fremden Personen runterladen. Deswegen habe ich jetzt hier mein eigenes Video aufgerufen, um das mal zu zeigen. Also mein Löwenzahn-Honig-Video, die Videoantwort zu Chainsaw Man 16 und Mr. Mers Löwenzahn. Ja, und dieses Video werde ich jetzt gleich mal runterladen mit dem Programm, das ich verwende. Einfach mal, um zu zeigen, wie das geht. Denn ich habe da bei diesem Programm eine sehr schöne Funktion, denn beim Audio-Spam geht es ja nur darum, die Audiodatei runterzuladen, beziehungsweise die Audiodatei einzufügen. Also, was will man dann mit einer Videodatei? Ist ja Blödsinn. Und da kommt mein Programm ins Spiel. Der sogenannte V-Downloader, ein Freeware-Programm, zumindest in bestimmten Versionen ist das eine Freeware, so eine Freeware-Software, Dingenskirchens, ach egal. Ja, der V-Downloader. Mit diesem kann ich hingehen, kann oben die Adresse, die URL sozusagen, rauskopieren und haha, schon erscheint sie hier, die Video-URL. Ja, und nun habe ich aber die Möglichkeit, das Ganze nicht als AV runterzuladen, also zwar auch, ich kann das hier auswählen, was ich haben will, aber ich kann das Ganze nicht nur als AV runterladen, sondern eben auch als MP3. Das heißt, ich habe tatsächlich dann nur die Audiospur von diesem Video, die ich mir runterlade, und kann das dann dementsprechend als Audiospam verwenden. Mein Löwenzahnhonig-Video in dem Fall. Kann man einfach mal machen, so Download. Jetzt könnt ihr nur noch den Zielordner auswählen. Das ist jetzt passenderweise, ist das jetzt hier schon mein Audiospam-Ordner. Einfach nur noch speichern. Zack, und schon lädt er das Ganze automatisch runter und ihr habt eine super tolle Audiodatei, ohne euch großartig anzustrengen, ohne großartig noch was erst konvertieren zu müssen in MP3 oder so. Das ist wirklich die einfachste Art und Weise. Vorsicht allerdings, sehr viele Videos besitzen auch Content oder urheberrechtlich geschützte Sachen, da bekommt ihr dann wirklich beim V-Downloader auch eine Warnung, dass das dann nicht möglich ist, das runterzuladen. Und vor allem, wenn ihr wirklich Videos von anderen Leuten runterladet oder einfach nur die Audiodateien haben wollt, fragt diese Leute wirklich vorher, ob ihr deren Audiodateien auch wirklich verwenden dürft. Müsst ihr wirklich machen. Also nicht einfach hier sinnlos irgendwas runterladen, sondern nein, wirklich die Leute vorher fragen, ist das in Ordnung, darf ich das in meinen Videos verwenden und so weiter, dann, denke ich mal, sollte es auch keine Probleme geben. So ist das natürlich alles höchst bedenklich, was ich hier mache, aber wie gesagt, immer schön nachfragen, immer schön, am besten nur euer eigenes Material runterladen, was auch immer das für einen Sinn macht, ja, damit ihr da keine urheberrechtlichen Probleme bekommt. Tja, und für diejenigen, die sich gar nicht erst die Mühe machen wollen, irgendwas runterzuladen, habe ich noch etwas sehr, sehr Schönes. Denn wenn ihr jetzt einfach so in eurer Skype-Konferenz seid und einfach mal eben schnell einen Audio-Spam machen wollt und ihr wollt jetzt dafür nicht extra erst den Windows Media Player aufrufen und die Datei abspielen und so weiter, da habe ich etwas sehr, sehr Schönes für euch, wie ihr trotzdem Audio-Spammen könnt. Und zwar diese schöne Seite hier. Instancefun.es, eine spanische Seite, auf der es diverse Knöpfe gibt. Ihr kennt das vielleicht aus TV Total mit Stefan Raab, der auch so ein Pult vor sich hat mit lauter so Knöpfen, wo dann verschiedene Videos abgespielt werden. Und hier ist dasselbe mit Audiodateien, mit verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel, was haben wir denn hier?
Ja, genau. Oder Chewbacca. Oder ja. Ich liebe diese Seite einfach. Damit könnt ihr eure Skype-Kameraden richtig wahnsinnig machen. Mit dieser einen Seite. Sie ist wirklich klasse. Und ich möchte an dieser Stelle Otzedotze danken, der mich auf diese Seite hingewiesen hat. Ich glaube, es war Otzedotze. Wenn es jemand anderes von euch war aus der Konfi, dann sagt mir das bitte. Tut mir leid, aber ich meine, es wäre Otzedotze gewesen. Hier habt ihr also wirklich eine satte Auswahl wirklich an Audio-Spams, die ihr jederzeit wirklich benutzen könnt, durch Drücken des jeweiligen Knopfes. Zas in toda la boca. Genau. Und das ist wirklich eine richtig geile Seite. Da müsst ihr euch nichts runterladen. Einfach hier Knopf drücken. Und schon habt ihr den passenden Audio-Spam immer auf eurer Seite. Ist das nicht herrlich? Shut up! Ja. In diesem Sinne. It's over 9000! Om, nom, 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 nom. Diese Seite. Sie macht einfach Spaß. Ja. Das war's auch schon. Schon weit. Also, wie gesagt. Meine Videos, meine Audio-Spams habe ich hauptsächlich aus YouTube, lade ich mir mit dem V-Downloader runter, schon bereits als MP3, damit ich es fertig habe. Wenn ihr nur bestimmte Sachen haben wollt aus einem Video, dann nehmt euch das Ganze am besten einfach auf. Zum Beispiel Camtasia Studio bietet so eine Funktion, wo ihr einfach mal eben schnell nebenbei Audio aufnehmen könnt. Nehmt dann einfach die entsprechende Stelle auf, die ihr haben wollt. Das ist auch noch so eine Möglichkeit, sich einen Audio-Spam zu basteln. Da müsst ihr aber schauen, da habt ihr sicher eure eigenen Programme. Ich benutze dafür, wie gesagt, Camtasia Studio, aber das kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er das macht. Und wie gesagt, wenn ihr wirklich Dateien von anderen Leuten verwendet, fragt diese wirklich vorher, ob ihr sie in euren Videos verwenden dürft. Das ist ganz wichtig, wenn ihr keine Probleme haben wollt. Gut, okay, dann war's das an dieser Stelle. Ich sehe euch nach dem Cut, denn dann werde ich endlich mal zeigen, wie ich den ganzen Mist überhaupt bearbeite, wie ich mir eigene Audio-Spams erstelle und was man so Wunderschönes sich aus simplen Audiodateien basteln kann. Bis gleich. Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ja, genau. Richtig. Jetzt kommen wir endlich zu der Frage, wie bearbeite ich eigentlich meine Audio-Spams, wie bastel ich mir da eigene Sachen. Und da benutze ich eigentlich hauptsächlich dieses wunderschöne Programm für. Es gibt zwar auch diverse Sachen, die kann man in Sony Vegas bearbeiten, da gibt es ja diverse Programme. Oder in Camtasia Studio kann man sicherlich auch mal Sounddateien bearbeiten, wenn man das will. Aber ich mache das eigentlich vornehmlich mit Audacity, weil man da echt sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, verschiedene Effekte noch einzufügen oder zu verändern, Sachen rückwärts abzuspielen und so weiter. Deswegen liebe ich dieses Programm so. Und deswegen zeige ich das jetzt einfach mal anhand von Audacity, wie ich mal so einen kleinen Audio-Spam bearbeite. So, zuerst einmal öffne ich die Datei, die ich bearbeiten will. Da habe ich jetzt auch schon wieder passenderweise, welch Zufall, meinen Audio-Spam-Ordner. Und ich nehme einfach mal ein Zitat von unserem Lieblingskönig, King Hakinian aus den Zelda CDI Games. Nehmen wir einfach mal das hier. Ich mach's gleich mal ein bisschen leiser, nicht, dass Camtasia das wieder zu laut aufnimmt. Moment. So. Ich liebe das einfach. Das ist einfach so eine kleine Stelle aus seiner Lache am Ende dieses einen Zelda CDI Games, wo er zu einem Lacher ausholt sozusagen. Normalerweise geht's dann weiter mit Wow, ho, ho, ho. Und wir haben einfach nur das Wow entnommen. Das ist richtig genial. Das klingt dann so, als ob er schreien würde. Ja, aber gut, was kann man denn aus einem solch popligen kleinen Soundfile machen, was noch nicht mal eine Sekunde lang ist? Ihr werdet es gleich sehen. Hier haben wir nämlich unter dem Punkt Effekte sehr, sehr viele Sachen. Hier können wir unter anderem die Tonhöhe ändern. Können das Ganze also durch Verschieben dieses Reglers hier entweder nach oben oder nach unten verschieben. So klingt das Ganze dann, wenn man eine Tonlage höher nimmt.
Ja. Oder machen wir das Ganze... Ihr könnt das Ganze unter Bearbeiten natürlich auch gerne wieder rückgängig machen, wenn ihr damit nicht zufrieden seid. So. Dann ist das Ganze wieder normal. Und ihr könnt dann unter Tonhöhe so ein bisschen rumexperimentieren, wie der König am besten klingt. Ja. Oder dieses War ist euch zu kurz? Dann könnt ihr auch einfach hingehen und das Tempo ein bisschen verändern. Wenn der König das Ganze ein bisschen langsamer, ein bisschen entspannter angehen soll, dann könnt ihr einfach mal hier in Prozent das Ganze verändern. Ich mach mal 50%. Ja. Und wenn wir das Ganze dann nochmal ändern, wieder wird es dann um 50% nach hinten verschoben. Klingt das nicht wunderschön? Wenn ihr dann dazu noch die Tonhöhe ändert... Klingt das schon eher wie... Naja, egal. Ja. Hoppala. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ist meine Spur jetzt verschwunden, oder? Nee, okay, hier ist sie wieder. Genau, das ist jetzt wieder der König, wie wir ihn kennen. Ja, aber das ist natürlich noch längst nicht alles, was wir machen könnten. Hier kann man noch sogenannte Wah-Wah-Effekte einfügen. Wah-Wah, genau. Man kann die Geschwindigkeit ändern, dadurch verändern sich sowohl die Stimmlage als auch das Tempo. Wenn wir das machen, dann haben wir gleich beides in einem sozusagen. Genau. Oh Mann, ich könnte mich über diesen Effekt echt totlachen. So. Rauscheffekt, Entfernung kann man noch machen, falls euer Soundfall ein bisschen rauschen sollte. Dann müsst ihr einfach eine Stelle auswählen, wo nur Rauschen zu hören ist. Das seht ihr hier an dieser Linie. Zum Beispiel hier diese flache Linie, die ich jetzt markiert habe, die noch nicht ausschlägt. Diesen Teil einfach markieren. Da dürfte es dann nämlich, das dürfte dann nämlich das reine Rauschen sein. Das dann auswählen und dann könnt ihr da das Rauschen irgendwie zumindest ein bisschen abmildern. Ja. Aber natürlich könnt ihr Sachen auch rückwärts laufen lassen, wie ich das Ganze euch schon mal gezeigt habe. Naja, beziehungsweise wie ich das vorhin angedeutet habe. Lassen wir das Ganze doch einfach mal rückwärts laufen. Ho! 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 Der King macht auf einmal Ho! Und wenn ihr das jetzt... wenn ihr das jetzt dreimal hintereinander macht... Ho! 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 Also wenn ihr dieses Soundfall jetzt beispielsweise dreimal hintereinander einfügen würdet... Ich kann das ja jetzt einfach mal machen. Ich glaube, wir können das Ganze kopieren. Genau, unter Bearbeiten kopieren. Und dann können wir es hier... Zack! Einfügen wieder. Auf der Tonspur. Kleinen Moment. Genau. Und noch ein drittes Mal einfügen. An dieser Stelle hier machen wir das mal am besten. Einfügen, zack. Und wie klingt das Ganze dann? Hören wir es uns mal an. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Und schon habt ihr einen wunderbaren Audio-Spam für ein Weihnachtsspecial. Ist das nicht herrlich? Das Ganze, wenn ihr damit zufrieden seid, soweit nichts mehr ändern wollt, könnt ihr nämlich hier auf Datei exportieren gehen, ganz wichtig. Dateityp könnt ihr in MP3 dann auswählen, dazu müsst ihr allerdings, glaube ich, irgendwelche bestimmten Sachen vorher installiert haben. Ich habe, glaube ich, das jetzt nicht, ich kann es irgendwie nur in Wave speichern, warum auch immer. Da müsst ihr mal schauen, ich weiß jetzt selber nicht genau, wie das geht. Wenn nicht, lasst es einfach standardmäßig auf Wave, dann ist die Datei zwar ein bisschen größer, aber was soll's. Desktop, noch zu bearbeiten. Zack, Audio-Spam-Ordner. Und The King, nennen wir das Ganze mal Ho, Ho, Ho. Und schon habe ich etwas für das folgende Weihnachtsspecial. 2011, ist das nicht herrlich? Zack. Schon ist mein Audio-Spam-Ordner um einen Audio-Spam reicher und wir haben uns was Schönes Eigenes gebastelt. Ist das nicht toll? Oh Mann. Ich kann nicht glauben, dass ich das echt mache hier. Ja. Ihr
könnt aber natürlich auch hier in Outer City jederzeit bestimmte Audio-Files euch zurechtschneiden, wie ihr das gerne wollt. Ich nehme einfach mal als Beispiel wieder. Nehmen wir einfach mal hier. Mein Vater ist ein Appenzeller. Nehmen wir einfach mal wieder. So, dann importiert er das hier. So, zack. Das Ganze machen wir wieder ein bisschen leiser. Und ihr wisst jetzt vielleicht, ich habe euch im letzten Video ja gezeigt, wie man daraus machen kann. Mein Vater ist ein Carpile-Up. Und das habe ich auch hier in Outer City gemacht. Also wähle ich jetzt einfach mal die bestimmte Stelle aus hier so. Lass es erstmal bis dahin spielen. So, jetzt habe ich Pause gedrückt. Und schneide nun den Rest. Also zunächst einmal markiere ich ihn. Den Rest, den ich nicht haben will. Ich glaube, ich muss dann, genau. Wir müssen dann erst noch hier komplett auf Stopp gehen. Zack. So, jetzt ist das alles hier markiert. Und jetzt könnt ihr das Ganze hier mittels dieses Scheren-Symbols ausschneiden. Und jetzt spielt er auch wirklich nur... Na, habe ich jetzt schlecht geschnitten. Mein Vater ist er ab, sagt er jetzt. Da könnt ihr also noch ein bisschen wegnehmen dann, wenn ihr versehentlich zu wenig ausgeschnitten habt. Einfach nochmal kurz reinhören. Okay, das war jetzt zu viel. Ja, da müsst ihr immer so ein bisschen gucken. Wenn euch die Linie hier auch zu schmal ist, könnt ihr auch einfach hier die Größe verändern. Hier, indem ihr auf Einzoomen geht. Da könnt ihr dann besser den Bereich auswählen, den Schnittbereich, den jeweiligen. So, schneiden wir einfach das aus. Mein Vater ist... Ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Mein Vater ist... So, das da vorne, die Pause, die kurze, die können wir auch wegschneiden. Wenn ihr das wollt, optional, könnt ihr das machen, wie ihr das wollt. Dieses Programm lässt euch wirklich jede Freiheit, die ihr braucht. So. Und was könnten wir denn anstelle von Mein Vater ist ein Appenzeller einfügen? Ja, Mein Vater ist, Könnten wir eigentlich machen. Ja. Nehmen wir doch einfach mal... Was? Der Dateiname? Hoppala. Was habe ich denn jetzt für Mist gemacht? Ich wollte doch eigentlich nur was öffnen hier. So. Jetzt habe ich nämlich hier das File Du Penner. Du Penner! Oh hoppala, das war das Falsche. Obwohl, nehmen wir es einfach. Du Penner! So, zack. Nehmen wir diesen Bereich. Bearbeiten. Kopieren. Dann wird auch wirklich nur dieser Bereich, den ihr markiert habt, kopiert. Glaube ich zumindest. So. Und schon singt der Mein Vater ist a Penner. Müsst ihr, wenn ich es jetzt richtig gemacht habe. Hören wir es einfach mal an. Mein Vater ist Penner. Ah, okay, da habe ich zu viel weggeschnitten. Mein Vater ist, sagt er nur. Mein Vater ist a Penner, wäre natürlich lustiger gewesen an dieser Stelle. Ja, ja, die guten alten Vorführeffekte. Machen wir das Einfügen rückgängig, das Ausschneiden nochmal rückgängig. So. Nochmal kurz reinhören. Mein Vater ist Isa. Er hat eindeutig Isa gesagt. Und das ist gut so. Dann nehmen wir wieder hier unser schönes File. Gehen wieder auf Kopieren. Öffnen wieder hier schön unser Dingens hier, unser Projekt. Fügen es an dieser Stelle ein. Und schon singt er... Mein Vater ist ein Penner. Mein Vater ist ein Penner. Was singt der Franz Lang nur da? Ja,
Das ist aber nur ein Beispiel. Und natürlich könnt ihr jetzt wieder hingehen, das Lied weiterlaufen lassen, wenn ihr wollt. Dazu einfach wieder, nicht exportieren, Entschuldigung, öffnen. Dann öffnet es wieder in einem neuen Fenster. Wie ihr jetzt seht, so, jetzt markiert ihr den ganzen Rest des Liedes wieder, bearbeiten. Hoppala, Entschuldigung, erst muss ich auf Stopp gehen, habe ich ganz vergessen, so. Halt, Stopp! Kopieren. Du sollst nicht wieder spielen. So, jetzt könnt ihr das Ganze dann natürlich wieder an der Stelle einfügen. Ich mache das Ganze vielleicht auch extrem umständlich, das kann sein, aber das ist einfach die Art und Weise, wie ich das mache. Tja, und schon habt ihr das komplette Mein Vater ist ein Appenzeller-Lied. Habt das Ganze durch ein Penner ersetzt und könntet das Ganze jetzt natürlich auch wieder einfach exportieren. Mache ich jetzt aber in dem Fall nicht, weil so gelungen finde ich diesen Audiospam jetzt nicht. Das war jetzt einfach mal ganz spontane Eingebung. Ja, und so bearbeite ich dann meine Audiospams. Ganz einfach mit Audacity, da bleiben euch wirklich... Da sind wirklich so viele so viele Freiheiten, die ihr da habt. Ihr könnt das ganze Lied dann nochmal rückwärts laufen lassen, wenn ihr wollt. Klingt auch sehr lustig bei Franzl Lang. Ja. So könnt ihr euch wirklich sehr, sehr schöne Audiospams einfach selbst erstellen. Audacity ist ein Freeware-Programm. Ihr könnt es euch wirklich auf diversen Seiten runterladen. Es bringt wirklich sehr viel. Ich liebe dieses Programm einfach. Und ja, nicht zu vergessen, könnt ihr damit auch selbst aufnehmen. Eure Stimme zum Beispiel. Aber das werden die meisten Let's Player unter euch, die das jetzt hier sehen, werden das sicherlich ja auch wissen. Okay. Das war's soweit. So bearbeite ich einen Audiospam. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und im dritten Teil, zeige ich euch dann, wie ich Audiospams in meine Videos einfüge und wie ich meine Skype-Konferenz so spamme, was man dafür braucht. Und ja, freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk LP. Oh, hey,